Wie hältst du dich im Winter, beziehungsweise wie hältst du dich generell fit? Ich bin da eigentlich ganz ein Verrückter. Ich bin eigentlich fast 7 bis 9 Mal in der Woche im Fitnessstudio. Bin eigentlich ein selbsternannter Fitnessfreak in die Richtung. Mache das ja ganz genau mit Ernährung und so weiter. Und ich halte mich eben durchs Fitnessstudio fit. Gibt es einen Tipp, den jetzt die Heute-Leser befolgen könnten? Was könntest du den Heute-Lesern sagen? Zum Fit werden, ja, sie sollten keine Scheu haben. Einfach anfangen mit irgendwas, weil es gibt nichts Schlechteres, als wir nichts tun, sondern einfach mal in inneren Schweinehund, wie man so schön sagt, überwinden und einfach mit irgendwas anfangen, weil irgendwas ist besser wie gar nichts. Wie hältst du dich im Winter fit? Fitnesscenter auf jeden Fall und sonst, ich bin viel in die Berge unterwegs, ich gehe viel rodeln, ja. Gibt es einen Tipp, den du unseren Heute-Lesern geben könntest, wie man sich im Winter fit halten kann? Auf jeden Fall nicht auf der Couch hocken, sondern einfach rausgehen. Einfach in die Natur raus und ein bisschen was tun. Wie halten Sie sich im Winter fit? Laufen, Skifahren und mit den Kindern spielen. Und das ist anstrengend genug. Gibt es einen kurzen Tipp, den Sie unseren Heute-Lesern geben könnten? Wofür? Wie man sich fit halten. Na ja, tut's was. Tut's was, muss ein bisschen Bewegung pro Tag, ein bisschen was spazieren gehen. Das reicht schon. Oder mit dem Hund gehen. Das ist gut. Ich habe angefangen zum Laufen, weil ich einen Hund gehabt habe.